Sofort anhalten! Da drüben! Keine Bewegung, ihr seid alle verhaftet! Oh. Brian, wir sind in eine Sonntagsschule reingeplatzt. Ja, das glaubst du. Reinste Bogotá-Brühe, das hier ist ein Drogenring. Aber das sind doch nur Kinder. Ach ja? Wie ist dein Name? Ricky. Das sind keine Kinder, das sind Zwerge. Gemeine Drogendealer-Zwerge. Oh, meine Güte. Vorsicht, Brian! Tickets? Wofür? Tickets für die, die große Eröffnung des größten Wasserparks in ganz Rhode Island. Verzeih mir meine Skepsis, Lois, aber in der letzten Ausgabe vom Wasserpark-Fanmagazin habe ich nichts darüber gelesen. Naja, sie mussten es geheim halten, weil sie Angst hatten, dass dieser neue Park alle anderen Wasserparks ruinieren würde. Typisch Wasserparkindustrie, die Öffentlichkeit wird für dumm verkauft. Ist der größer als Superwasserland? Ja, der ist viel größer. Woher weiß der Junge das? Ich hab's ihm gesagt. Ich kenne da jemanden, der mitgebaut hat. Wow, da haben wir also richtig Insider-Informationen. Ist er größer als die 6 Tümpel von Atlantis? Oh, das ist er, Peter. Das ist er, denn er heißt 7 Tümpel von Atlantis. Oh, das ist ein ganzer Tümpel mehr Wasser. Los ins Auto! Schmiert euch jetzt mit Sonnencreme ein, damit wir gleich zum Park können, wenn wir aus dem Flugzeug steigen. Warum sind wir in dem Flugzeug? Damit wir uns nicht anstellen müssen, Peter. Schon gut, Brian, das reicht. Wir müssen ihm reinen Wein einschenken. Peter, wir fahren nicht zu einem Wasserpark. Wir fliegen nach Italien. Was? Und meine 7 Tümpel von Atlantis? Peter, sei nicht albern. Das gibt es überhaupt nicht. Hier spricht Ihr Kapitän. Wenn Sie jetzt links aus dem Fenster blicken, sehen Sie die sehr beliebten 7 Tümpel von Atlantis. Aber dann versprich mir wenigstens, dass du nicht trinkst. Mit Alkohol gibt's immer nur Ärger. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Schatz. Ach nein, weißt du nicht mehr, wie du den Messwein in der Kirche getrunken hast? Und so strafte Gott der Herr den armen Josef mit zahlreichen Pestbeulen am ganzen Körper. Ich kann es nicht ausstehen, wenn er die Geschichte erzählt. Aber er ließ den armen Josef nicht im Stich, sondern gab ihm die Chance, seine Würde wiederzugewinnen. Ist das das Blut von Jesus Christus? Ja. Hey, der muss ja 24 Stunden am Tag geschluckt haben. Danke, dass ihr gekommen seid, Leute. Brian hätte sich sehr darüber gefreut. Kein Problem, Lois. Normalerweise gehe ich nicht auf Beerdigungen, weil ich als Polizist immer von einer Schwarzen mit einer Handtasche geschlagen werde. Finden Sie den Mann, der das getan hat, damit er seine gerechte Strafe kriegt. Standen Sie zu Brian? Sorgen Sie dafür, Sie dass dieser Engel nicht Beerdigung? Umsonst gestorben ist. Man, Brian Zeigen ist Sie der ein Welt, Hund. Warum Sie ein Kopf sind. Okay. Vorsicht hier entlang. Aufgepasst. Also, Sie sind im Wald... Und die Kamera verfolgt sie. Ich glaube, sie sind auf der Suche nach einer Hexe oder sowas ähnlichem. Ich habe nichts zugehört. Im Moment passiert nichts. Es passiert überhaupt nichts. Es geht irgendwie um eine Karte. Es passiert immer noch nichts und Ende der Vorstellung. Die meisten Zuschauer sind ziemlich enttäuscht. Oh mein Gott, meine alte Mundharmonika! Die werde ich heute Abend richtig laut spielen, um mich an unseren armenischen Nachbarn zu rächen. Hey, das ist ja wirklich eine tolle Party. Hey, hören Sie, es ist 2 Uhr morgens. Wann geht Ihr 5-jähriges Kind endlich schlafen? Bald, sehr bald. Willst du komisches Essen in komische Blätter gewickelt? Danke, aber nein, danke. Ich nehme an, dass in Ihrem Heimatland irgend so ein Fußballspiel läuft und ich verstehe das, wirklich. Aber es gibt Leute, die schlafen wollen. Und über den Lärm könnte ich noch hinwegsehen, aber nicht über Ihr Rasierwasser. Verstehen Sie, ich kann es in meinem Bett riechen und ich wohne 2 Häuser weiter. So intensiv ist es, okay? So intensiv ist es. Magst du es? Ja, irgendwie schon. Siehst du, Lois, das gefällt mir schon besser. Warum geht dieser Knopf nicht? Das ist die Größe, die ich immer nehme. Vielleicht hast du etwas zugelegt, Liebes. Lois, ich wiege dieselben 146 Kilo, die ich in der Grundschule gewogen habe. Vielleicht liegt es an dieser Geschwulst hier in Ihrem Hals, Sir. Oh mein Gott, Peter, wie lange hast du dieses Ding schon? Ich weiß nicht. Das müssen wir sofort Dr. Hartman zeigen. Oh mein Gott, und wenn es was Ernstes ist? Schon gut. Wir sind in guten Händen bei Dr. Hartman. Er hat meine Reptilisierung durchgeführt. Ich glaube, emotional war ich schon immer eine Echse. Ganz ehrlich, und jetzt fühle ich mich wohl in meiner ledrigen, schuppigen Haut.
Kinder, wenn ihr mich braucht, ich bin an der Decke und gucke ruckartig hin und her. Willst du dich so vor dem Besuch meiner Eltern drücken? Nein. Hallo. Oh, ja. 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 Schnitt. Okay, das war schon sehr gut, Jenna. Aber wir sollten die Szene lieber mit etwas mehr Text füllen. Dein Mann ist dauernd geschäftlich unterwegs und du fühlst dich immer mehr isoliert und nicht geliebt. Also denkst du plötzlich darüber nach, wieder zu studieren und deine Doktorarbeit zu Ende zu schreiben. In dem Moment lässt der Mann von der Kabelgesellschaft seine Hose runter. Okay, Glenn, jetzt da wir uns mit schwarzer Tinte bemalt haben, treiben wir es, bis wir jedes Schriftzeichen im chinesischen Alphabet erschaffen haben. Wenn man sich das ansieht, erzählt Quackmeyers Körper eine Geschichte von großer Traulichkeit. Der Sieger unseres letzten Wettbewerbs bekommt einen ganz besonderen Preis. Eine Woche bezahlten Urlaub. Hey, hast du das gehört? Hoffentlich was Sportliches, bei dem man seine Körperkräfte zeigen kann. Was ich hier habe, sind Betäubungspfeile. Und zwar genügend, um Robert Downey Jr. flach zu legen. Robert Downey. Also, wer als Letzter noch steht, hat gewonnen. Und los geht die wilde Jagd. Super, Glenn. Sieh nur, er rennt davon wie ein Franzmann. Er haut ab wie ein Franzose. Hey Lois, wie war dein Tag? Furchtbar. Ich habe beim Rückwärtsausparken am Supermarkt ein Kind überfahren. Peter, ich mein's ernst. Ich habe sein Gesicht vollkommen zermatscht. Ich musste abhauen. Ich habe das Auto entsorgt und bin auf einen Zug gesprungen. Ich hatte solche Angst, dass ich erst weit im Süden wieder ausgestiegen bin. Was hast du heute gemacht? Ich habe einen Jungen hinter dein Auto geschubst, um diese Musiknummer machen zu dürfen. Okay, haben Sie Bock auf Polo? Schon besser. Wo ist Buttercup? Oh, nur Mitglieder dürfen Buttercup reiten. Gäste müssen Topsy, den Steroid-Berserker, nehmen. Was Sie auch tun, sagen Sie nicht das Killerwort. Was? Ah, das war das Killerwort. Nicht schreien, seine Eltern wurden von Schreiern geschlachtet. Seien Sie nett. Ich bin nett, es hilft nichts. Ich meine wirklich nett sein. Okay, okay. Ich meine, Sie sollen sich entschuldigen und nicht Ihre Hose ausziehen. Carter, was machen Sie da? Oh mein Gott, jetzt habe ich Sie schon auf das Missverständnis aufmerksam gemacht und Sie treiben es immer noch weiter. Oh mein Gott, und ich sehe immer noch zu. Was ist nun los mit mir? Oh mein Gott. Meg, iss deine Pfannkuchen auf. Chris, Ellbogen von deinem Vater. Danke, Junge. 37 Bier. Du bist ein wunderbares Vorbild für die Kinder, Peter. Ja, neuer Familienrekord. Jetzt können wir die Messlatte höher hängen. Chris, du bist 13. Sag sowas nicht. Kinder, Daddy hat nur getrunken, damit die Freiheitsstatue ihre Klamotten auszieht. Was hast du mir gestern Abend versprochen, Peter? Ich würde auf der Herrenparty nicht trinken. Und was hast du getan? Gesoffen wie ein Hirsch. Oh, 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 jetzt hätte ich mich beinahe verplappert. Oh, fühlt sich an, als ob Buchhalter in meinem Kopf auf Rechenmaschinen rumhämmern. Dick, hast du dich mal gefragt, was jenseits dieser Wände ist? Vorsicht, das sind gefährliche Gedanken, Paul. Bleib bei deiner Arbeit. Okay. Siehst du, Peter, mit Kopfschmerzen will die Natur dir zeigen, dass ich recht habe, denn immer... Mom, was hast du denn? Du meine Güte, dieses Stuhlbein hier war locker. Ist das nicht verrückt? Ich hätte mir den Hals brechen können. Verdammt! Ich bin mit dem Taxi nach Hause gefahren und habe auf dem Tisch geschlafen, um dich nicht zu wecken. Es ist nichts passiert. Da muss ich dir leider recht geben, ja. Entschuldigung, angenommen. Okay, ich gehe zur Arbeit. Jemand muss ja was zu essen auf diesen Tisch bringen. Was machst du mit dem Stofftier? Oh, hi, Winnie. Rupert und ich nehmen nur ein Prosecco-Lein und etwas Käse vor der Vorstellung. Das würde ich nicht tun. Warum nicht? In meinem alten Haus hat ein Typ gewohnt, Johnny Tussenkram. Wir haben ihn so genannt, denn er stand auf... Auf Tussenkram? Auf Tussenkram, genau. Jedenfalls haben wir uns zusammengetan und ihn mit einem Grilldeckel und ein paar Scheibenwischern verprügelt. Sagen wir einfach, der macht keinen Tussenkram mehr. Weil ihr ihn verprügelt habt? Ja, er war einfach nicht einer von uns. Wir mussten ihn fast umbringen. Das klingt ja grauenvoll. Was wurde aus ihm? Keine Ahnung. Kurz darauf hat ein Mädchen in der Nachbarschaft einen Schwarzen geheiratet. Da mussten wir uns natürlich darauf konzentrieren.